Nur dort, wo dumme Menschen existieren, können die Schlauen oben überleben. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Freunde. Ich habe jetzt zwei Ziehungen für Sie vorbereitet. Das schauen wir uns gleich mal an. Auf der linken Seite haben wir die Ziehung vom 26.12. und auf der rechten Seite 16.1. Das ist ja wohl gestern gewesen. Wir wollen das Ganze mal etwas vergleichen. Gestern habe ich ein nettes Gespräch mit einem Spieler gehabt, und zwar, er konnte nicht kapieren, warum ich selber keine Lotto spiele, obwohl ich so viele Videos habe. Ich hoffe, er schaut sich das Video an, und hier eine ganz kleine Aufklärung. Wir haben hier insgesamt 23,7 Millionen, also sagen wir mal 24 Millionen. Und hier auf der rechten Seite für einen Mittwoch, das ist nicht normal, dass der Einsatz hoch ist, es ist 28 Millionen, also 4 Millionen Euro mehr. Vergleichen wir doch mal einfach die Gewinnklasse 2, wie schwer das ist, die Gewinnklasse zu erreichen. Das sind 1 zu 14 Millionen Linien, muss man spielen. Hier haben zwei Spieler getroffen, hier haben auch zwei Spieler getroffen. Deswegen ist das auch sehr schön zu vergleichen. Ich muss doch einfach mal die Taschenrechner. Obwohl hier auf dieser Seite 4 Millionen Euro mehr Einsatz gibt, dann muss doch wohl hier ein bisschen mehr ausgeschüttet werden. Also wir haben 515.775,10 Cent. Das Ganze ziehen wir von dieser Summe hier ab, 452, 461 und 10 Cent. Jetzt mal alles schön festhalten, 63.000 Euro gibt es Unterschied zwischen diese zwei Klassen. Also ich mache das nochmal ganz deutlich, das ist diese Summe hier und diese Summe hier. Obwohl, ich wiederhole mich gern nochmal, hier 4 Millionen Euro mehr zu spielen gibt, gibt es bei dieser Gewinnklasse pro Spieler gerade mal 30.000 Euro mehr Ausschüttung. Und das ist ja der größte Verarsche. Ich bin nicht einer, der hungrig wie ein Hund hinter einem Stück Knochen herläuft, obwohl er ganz genau weiß, dass bei Chancen 1 zu 140 Millionen unmöglich ist, fast diese Gewinnklasse überhaupt zu erreichen. Und selbst wenn man hier mal etwas Großes trifft, gibt es nicht mal eine Million, obwohl hier, wie gesagt, 4 Millionen Euro mehr zu spielen ist. Ihr müsst euch mal vorstellen, 30.000 pro Kopf, 4 Millionen Euro mehr Spieleinsatz. Und sie spielen immer noch dieses Spiel und kapieren einfach nicht, dass man sie verarscht. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Falls Sie weiter spielen, lassen Sie sich bitte weiter verarschen. Laufen Sie hinter ein Stück Knochen her, mit der Hoffnung, irgendwann mal einen großen Gewinn zu erzielen, was aber nie der Fall sein wird. Und bis zum nächsten Video.